So, herzlich willkommen zur Trial Version of Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ein neues Spiel, damit ihr auch wisst, worum es geht. Wir zocken auf normal. Tutorial überspringen, würde ich sagen. Ja, ich erkläre euch das einfach mit meinen eigenen Worten. So. Looks like Chaos has been waiting for us. You gonna make us go in there and find you? Guess we'll just show ourselves in. Alright. Viel mehr Story gibt's da auch. Also ich kann euch gleich sagen, wir kommen im Chaos-Tempel. Das hier sind sogenannte, so könnt ihr, also wenn ihr die Souls-Serie gezockt habt oder Demon's Souls, das ist euer Lagerfeuer hier. Hier könnt ihr euch voll heilen und so weiter. Und immer wenn ihr sterbt, kommt ihr hierhin zurück. Wenn ihr das Ding aber anfasst, kriegt ihr auch volle Tränke. Das seht ihr unten links, wo die 5 steht. Das ist, wie viele Tränke ich habe. Und die werden immer auf 5 aufgefüllt, also zumindest in dieser Demo. Und wenn ihr aber das Ding anfasst und eure Tränke refillt, dann werdet ihr... werden alle Gegner respawned, so wie ihr es aus der Soul-Serie kennt. So, hier, das sind normale Gegner. So. Genau. Die Gegner haben einmal eine Energieleiste und eine sogenannte Willensleiste. In der Willensleiste, wenn ihr die breakt, ich zeige euch das jetzt mal. Hier, da könnt ihr also die Willensleiste breaken. Das ist die untere Leiste übrigens. Da könnt ihr mit Kreis kontern. Das nennt sich so ein... wenn ich es nicht... So, jetzt schaut. Seine Leiste, seine untere wird immer weniger. Ja, aber... vielleicht jetzt nicht der... Da, jetzt haben wir seine untere Leiste gebreakt und dann könnt ihr den so zerscheppern lassen. Und für solche Kills gibt es dann extra Magie unten links unter der blauen Leiste. Das ist eure Action-Leiste. Also das eine, die gelbe, die grüne Leiste, ne? Das ist eure Energieleiste links unten und das, was drunter, ist eure MP-Leiste. Und wenn ihr den Willen brecht von den Enemies, dann könnt ihr so eure MP aufladen, nachdem ihr gekillt habt mit dieser Thematik. Goblin ist da. Auf die Fresse, Digga. So, jetzt schauen wir mal, dass der nochmal, dass ich es mal demonstrieren kann. Komm nochmal. It's almost too easy. Die Gegner sind so easy da. Aber gleich weiter. So, das sind übrigens Gear Pieces, Zwielichtjacke. Ich zeige euch das mal. Ihr könnt hier nämlich euren Charakter ausrüsten. Pass mal auf. So, wir haben schon einiges, weil wie gesagt, das ist hier so mein Durchspieler-Account. Ich habe diese Demo schon durchgezockt. Da könnt ihr auch, wenn ihr Gear Pieces changed, übrigens, dann wechseln sich auch die Pieces. Ich zeige es euch mal. Zum Beispiel hier den Schattenumhang, den ich im Moment anhab. So, jetzt sehe ich anders aus, seht ihr? Aber was ich sagen muss, grafisch ist hier noch ein bisschen was zu tun. Also ein heftiges Kantenflimmern. Ich weiß, es ist eine Demo-Version. Das Spiel befindet sich wahrscheinlich in übelst frühem Stage noch, aber trotzdem da muss Square Enix dringend nochmal rein, beziehungsweise nicht Square Enix. Das Ganze wird ja von Koei Tecmo entwickelt. Team Ninja ist da dran. Und die Jungs sind eigentlich auch bekannt für gute Grafik. Die Grafik so in den Environments finde ich auch nicht gut genug. Wir haben jetzt auch hier nicht den Performance-Modus an, sondern den Leistungsmodus. Weil wir haben jetzt 30 Bilder pro Sekunde auf 4K. So, jetzt haben wir ein Level Up. Rechts unten seht ihr übrigens, wir sind jetzt Warrior Level 30. Der Typ ist so cool. Also ich finde es ganz nice, das Game, aber es ist noch viel Arbeit. So, den könnten wir eigentlich mal breaken. Hier. Das Coole ist, ihr könnt auch andere Jobs freispielen und dann könnt ihr das mittendrin wechseln, wie jetzt zum Beispiel. Da könnt ihr nämlich Magic casten. Pass auf. Wir zeigen, wir hauen jetzt mal. Ich wollte gerade mal Feuer.
So, Feuer ist da. Ihr habt das gesehen. Ihr seht, Magic ist brutal stark in dem Spiel. Und dafür braucht ihr natürlich MP. Das wird es gewesen sein. Rein mit uns! Storytechnisch muss ich euch leider enttäuschen. Gibt es in dieser Demo nicht viel. Ja, also seht ihr, der Typ, der hat gerade gesagt, was hier für Geheimnisse gibt und so weiter. Ich kann euch nur sagen, es erinnert natürlich super an Demon's Souls, das Game. Aber ansonsten, storytechnisch werdet ihr hier nicht viel rausfinden. Das können wir einfach nur mal, glaube ich, testen, was da so technisch abgeht. Wow. Also, das ist ein Bomber. So, bei dem dürften wir jetzt da hinkommen, Roman. So, jetzt hat hier, haben wir seine Willensleiste gebrochen und dann können wir den so zerreißen. Also im Moment ist das, fühlt sich das Game für mich so ein bisschen an wie Demon's Souls gepaart mit Devil May Cry. Musiktechnisch wird es nachher ein bisschen cooler, aber nicht ganz so cool wie bei Devil May Cry, das muss man natürlich auch mal sagen. Also, wenn ihr das da macht, dann pumpt ihr eure MP wieder auf, ne? So, einmal hier durch. Wieder das da. Besonders, die Leiste geht besonders runter, wenn ihr Sachen macht, gegen die sicher halt anfangen sind. Zum Beispiel hier. Ihr könnt jederzeit, also in der Demo zumindest, könnt ihr immer die Klassen hin und her switchen, drückt ihr Dreieck und dann change ihr die Klassen. Jetzt bin ich wieder ein Greatsword-Kämpfer. Ich finde es ganz nice, wenn man da ein Mage und Greatsword so ein bisschen kombinieren kann. Muss halt immer nur in den richtigen Momenten wechseln. Wie ihr seht, so rein optisch, wirkt es halt ein bisschen Demon's Souls-mäßig. Oder Dark Souls, wie ihr es nennen wollt. Könnt ihr euch dodgen. Alles, was zu so einem Game halt dazugehört. Aber das Schöne ist, also finde ich schön, viele Demon's Souls Veteranen werden wir jetzt widersprechen. Ihr könnt am Anfang zwischen normal, einfach und schwer wählen am Schwierigkeitsgrad. Also sprich, die Leute, die es richtig hardcore geben wollen, die können auf hart zocken, also auf schwer. Ich habe das jetzt mal auf normal gemacht. So, wir hauen jetzt mal was da raus. Digga, was geht denn jetzt hier? Ja. So, jetzt haben wir es eigentlich schon. Ihr findet natürlich einen Haufen Gear und so ein Schiff. Carsten, muss ich euch sagen, bin ich noch nicht so der Fan von, weil oft anfällig ist, weil du halt viel lange stehen musst. Ihr könnt natürlich auch Abilities freispielen später, wo ihr dann im Carsten ein bisschen schneller seid. Die Final Fantasy Veteranen unter euch sind Art Fastcast. So. So. So, dann haben wir einen Kriegsschrei, da haben wir so ein Healing-Overtime-Ding. So, hier geht die Tür auf. Jawohl, da gehen wir aber noch nicht lang. Ich zeige euch hier noch die andere Seite. So, wie ihr seht, durch diesen Kriegsschrei, den ich da gemacht habe, heilt jetzt meine TP über. Deswegen leuchtet hier auch so ein bisschen grün. Ihr könnt natürlich auch Angriffskombinationen machen, so wie diese hier. Bam! Moves sind natürlich, darf man keinen Final Fantasy sehen. Heftige Schwertmoves, deswegen auch so ein bisschen der Vergleich mit Devil May Cry. Hier, diese Dinger spawnen Enemies. Haben wir jetzt aber mal kaputt gemacht. Baby Google zusammen. So, ist hier die Säule umgekippt. Kommen wir hier rüber. Take that.
wie auch Buddha-mäßig einfach da rein in die Typen. Piece of cake. Good job. Now on to the next. Enemy spotted. Come on, follow me. Ah, man, Bomber mit am Start. Time for a change. You give up on me, Ash. Oh, das war mein Earth. Das auch mal gesehen. Haben wir Eisgar. Ah, Digga. Jungs, was ist los? Seid ihr schon down oder was? Also das sind hier meine CPU-Kumpels. Sind schon down. Die kann man auch reviven. Ich glaube jetzt nach einem gewonnenen Kampf sind sie da. Wenn ihr die revived, braucht ihr einen Trank für die auf. Was echt Muche ist, muss ich sagen. Auf das ändern sie noch. Oder die Typen stellen sie ein wenig besser an. Weil so sind sie irgendwie ziemlich weak und stellen sie wegen Blade an. Muss ich ehrlicherweise zugeben. So. Das war jetzt hier so ein bisschen extra gekillt, ne? Wisst ihr Bescheid. So. Auch hier nochmal raus. Zack. Die ganzen Kisten könnt ihr kaputt machen. Das rote, was ihr da immer seht, das ist ein MP. Hier, das da. Aber ich bin eh schon voll mit MP. Wir können mal hier ein Kriegsschreiben machen. Und wird wieder aufgeladen. So, wenn wir jetzt hier das Ding berühren. Ups, was war das? Könnt ihr sehen. Da haben wir unsere Tränke wieder aufgefüllt. Übrigens hier mal so ein Jobmenü. Könnt ihr natürlich, wenn ihr es freispielt. So, wie ihr seht, ich bin jetzt hier schon fully aufgelevelt. Es gibt auch verschiedene Jobs und so weiter. Hier seht ihr auch den Pikanier und so weiter. Also es ist richtig Final Fantasy Style. Also, wie ihr seht, alle Gegner sind wieder da. Da hinten. Weil wir hier das Teil drin haben. So. Hier kommen wir nur vorbei mit dem Kollegen. Und brauchen ein bisschen Wasser. Now then. Let's get ourselves together. We got company. Jack, let's go. Oh. Und da, ihr seht auch immer, wenn ihr ein Level aufsteigt, kriegt ihr Fähigkeitenpunkte. Und dann könnt ihr euch neue Abilities kaufen, so wie vorhin gesehen. In diesem Menü. Können wir gucken, ob ich jetzt gerade da im Jobmenü Schwarzmagier. Ich habe jetzt zwei unten rechts, seht ihr Jobpunkte, wie viel ich habe. Und was kostet das da? Drei Stück. Heißt, ich brauche noch ein Level ab, damit ich mir das kaufen kann. So, gehen wir mal hier rein. Schauen wir uns mal ein bisschen rum. Nice room. Smells like trouble. Stay alert. Time for a change. Das Ding da mal kaputt hauen, ein Muck. Insgesamt finde ich dieses Dunkle auch mal ganz cool, so in Verbindung mit Beinen und ein bisschen mal was Neues. Bin mal gespannt, wie sie das in die Story einbetten. Weil Story kriegst du noch nicht viel mit, muss ich euch ehrlich sagen. Und danach jetzt zwar ein Endgegner mit kurz Cutscene und so, aber das war's dann auch. So, gehen wir hier runter. Da unten kommen so Wölfe, aber ach nee, da komme ich. Ah, da muss ich. So, da sind jetzt ein paar mehr Gegner am Start. Ich kann da ein bisschen durchziehen. Kann man hier richtig schön durchziehen. So mal meine Dingsleiste gebracht. So, alles was hier so rumliegt, das sind übrigens Drops, Items, Tränke. Oh, was haben wir da? Bei mir gerade. Ja, wie ihr seht, ihr seid auch ganz schnell du, wenn ihr mir da passt. Digga. Ja.
Wie ihr seht, einiges an Items gedroppt hier. Können wir euch auch mal das Rüstungsmenü noch mal zeigen. Hier zum Beispiel Großschwert. Rechts drüben seht ihr, ob es besser ist oder schlechter, aber wie ihr seht, alles rot. Bringt mir also nicht wirklich was, wenn ich das anziehe. Auch dieser Schattengier sind zwar vereinzelte Sachen blau, aber insgesamt ist der Stoff, den es da gibt, eher much. Ihr könnt auch hier direkt zum Mage changen. Könnt auch hier gucken, hey, gibt es da irgendwas? Ja. So. Auch das. Alright. Alright. Change einmal zurück zum Krieger. Ein Großschwert gefunden. Im Moment sehen alle Schwerter irgendwie gleich aus. Ich denke mal, das wird noch geändert. So, we've come full circle, huh? Yep. So, für alle Dark Souls und Demon Souls Player hier macht er die Abkürzung klar. Kennt ihr, über die Treppe runtergehen, kommen wir am Anfang hin, wo wir angefangen haben. Dementsprechend, ja, für alle, die Demon Souls und Dark Souls zocken, nichts Neues. Die kennen das. So, dass ihr abgekürzt habt und dass ihr halt nicht ständig die Gegner neu machen müsst, wenn ihr an der letzten Checkpoint sterbt. Time for a change. Rechtens stabilisiert ihr übrigens an. Feuer! Level up. Für den Mage. Seht auch immer, wenn ihr was aufsammelt, ob das besser ist als das ist, was ihr habt. Da steht immer so ein Pfeil da. Da hauen wir mal Folge raus. Nicht täuschen lassen, das wirkt jetzt alles ein wenig easier, weil ich die Demo schon durchgespielt habe und mein Gear behalten durfte. Dementsprechend alles ein bisschen leichter. Alright. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, wenn ihr nicht auf Level 30 Krieger seid. So, hier hinten. Gucken wir nochmal, was gab's da? Gar keine Ahnung, eine Truhe. Wonder what's in there? Hier, dass ihr auch mal seht, wie es hier so aussieht und so, ne? Eigentlich ganz nice. Aber wie gesagt, Square Enix hat hier schon noch ein bisschen was zu tun. Einiges zu tun. Es ist noch nicht so, wie es aussehen sollte. Hier seht ihr auch mal. Chaos saves the biggest tower for himself. Still got a ways to go. Yeah, stay alert. Stay focused. Stay focused. Ah ja. Machen wir's doch mit Bruder Hannes. Ja, komm. Jawohl. Johnny Gray. Digga, was geht denn jetzt ab? Interessant ist, ihr könnt auch die Moves, die Gegner machen, gewisse Moves zumindest, können wir gegen sie anwenden. Jetzt unten rechts mal schaut, da ist so ein lilanes Pfeil. Das bedeutet, den Feind des Move hätte ich, den benutze ich jetzt mal. Das ist diese Ultraschallwelle von diesen Fledermäusen. Das dürfte eigentlich so gut nehmen. Hier wieder. Man, bitch. Give it up already? Come on, gotta cut him off with the super. So,
Nest, was die Gegner spawnt, kaputt gemacht. Break. This will take us straight to the tower. So, dann gehen wir mal into the tower. Auf geht's. Da oben ist wieder ein Save Point. Wie ihr seht, es ist auch ab und zu ein Ruckeln drin. Es liegt nicht am Stream oder an der Aufnahme, Freunde. Es ist tatsächlich das Game. 4K, 30 Frames. Das selbst, das macht dem Game noch zu schaffen. Das hier, meiner Meinung nach, ist das hier wirklich Early Stage dieses Spiels. Ja, wie gesagt, seht ihr auch den Pikanier. Auch den haben wir schon ein bisschen gelevelt. Und so können wir auch zum Dragoon changen. So. Na, wie ihr seht, Kanten flimmern, bis der Arzt kommt. So, jetzt kommt der Gegner. Alright. Time to go to work. Gerade mit Match ist so ein bisschen Placement auch die halbe Miete. Also hier vorher ist da schon ein bisschen besser. Die so gut leuchten, wenn die so einen Move machen, dann heißt es, der Move ist nicht dort gewesen. Das wäre wieder. Flair, einer der heftigsten Moves überhaupt. Voll daneben. Jungs, was macht ihr da draußen? Schaut, also da sieht ja auch, KI ist mies programmiert noch. Ich stelle mich gerade mega an. Seht, die Gegner sind ein bisschen, nur ganz wenig, etwas stärker. Die Mucke hier zum Beispiel finde ich ziemlich nice. So, da brauchen wir jetzt als erstes einen Schlüssel. Den gibt es hier. Der ist da hinten. This is the one. Das ist er. Hat mich mal so ein Move erwischt. Ihr seht, das Game ist auch für den Final Fantasy relativ brutal. Schlüssel für die Haupttür. Wie gesagt, immer dieses kleine Ruckler. Das ist nicht das, die Aufnahme oder so, das ist tatsächlich das Game. Das ist noch nicht ganz fertig. Hier haben wir so eine Art Zusatzgegner, den müsst ihr, glaube ich, gar nicht machen. Wenn ihr nicht wollt. Jetzt quasi
lernen können, den Move. Das war wieder so ein untouchable Move gerade. Hier den Pack mal. Oh, das war tatsächlich mal ein anständiges Gerät. Anständiger Gear. Hier könnt ihr sehen. Wieder was freigespielt. Und so schaltet man dann eine neue Fähigkeit frei. So, dann geht's weiter. Warte mal, wir hatten ja eigentlich ein neues Gearpiece. So, aber eher mit dem. Oh, der ist nice. Alright. Ich glaube, hier geht nichts, oder? So. Alright. Dafür haben wir die Schlüssel der Schicksalstüren verwendet. Links und rechts brauchen wir gar nicht langschauen. Ihr seht hier, wie cool das eigentlich aussieht. No doubt. So. Gehen wir hier rüber. Hier ist noch eine Kiste, bevor wir zum letzten Endgegner gehen. Großschwert. Da, Save Point. Sieht wieder geheilt voll. Gibt's nichts mehr. Ja Leute, und dann heißt's auf in den Kampf. Chaos. No. I am to become. And who are you? We're here to kill Chaos. The Prophecy's very own Warriors of Light. Really? He always wore such splendid armor, with a helmet that was terrifying to behold. It's Garland! No. I am to become Chaos. Sei hier, wir fangen das richtig an. Habe ich nicht gedrückt, ne? Ja, tut mir leid. So.
Ja, genau, Digga. Endlich geschafft, den Mutmensch. Now we're talking. In die Fresse, Digga. Abgeschlossen. Finally. So. Schauen wir weiter. Das dürfte es aber, glaube ich, mit der Demo gewesen sein. Danke fürs Spielen. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Ja.